Hallo zusammen, wir möchten euch heute die Vertiefungsrichtung Sustainable Business Transformation unseres Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen vorstellen. Denn ihr fragt euch sicher, worum geht's da eigentlich? Michael, worum geht's da eigentlich? Ja, Marcel, bei uns geht es um die Umgestaltung von konventionell wirtschaftenden Unternehmen zu wirklich nachhaltigen Organisationen. Ganz genau. Und die Highlights dieser Vertiefungsrichtung sind insbesondere Spezialmodule in den Bereichen Humanökologie und Wirtschaftspsychologie. Michael, warum eigentlich Humanökologie? Ja, Marcel, bei der Humanökologie liegt der Fokus auf der Umwelt als Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften. Dabei stehen bei uns folgende Punkte im Vordergrund. Zunächst die Wechselwirkung zwischen menschlichem Handeln und der Umwelt ganz allgemein. Dann der Einfluss konventioneller Technologien und Wirtschaftsmodelle auf die aktuellen Umweltbelastungen. Und schließlich der Einsatz zukunftsweisender Technologien zur Regeneration und zum Erhalt einer stabilen Umwelt. Ja, Marcel, und warum Wirtschaftspsychologie? Ja, also hier liegt der Fokus ganz auf dem Menschen. Genauer auf dem Verständnis seines Denkens, seines Fühlens, seines Handelns als Basis für nachhaltiges Wirtschaften. Warum? Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist verbunden mit sehr vielen Veränderungen und Neuerungen. Und Widerstände, die teilweise auch den Erfolg gefährden können, sind dabei absolut keine Seltenheit. Um diesem zu begegnen, ist ein grundlegendes Wissen über beispielsweise Motive, Motivation, aber auch dem Erleben von Stress absolut unverzichtbar. Und Gleiches gilt für Konfliktmanagement und Kommunikation. Ah, genau. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was macht euch als Absolvent unseres Schwerpunkts so speziell im Unternehmen? Ja, nun, als Wirtschaftsingenieure seid ihr generell im Unternehmen sehr vielseitig einsetzbar, zum Beispiel im Controlling, im Einkauf, im Vertrieb. Aber als Absolventen dieser Vertiefungsrichtungen bezieht ihr immer die Auswirkungen der eingesetzten Technologien und Wirtschaftsmodelle auf die Umwelt mit ein und schafft es so, erfolgreich nachhaltige Transformationsprojekte zu realisieren. Wir hoffen, wir konnten euer Interesse an unserer Vertiefungsrichtung wecken. Wir freuen uns auf euch!